So das Leben als Künstler, das ist schon etwas Schönes. Ausser sie stellen dir folgende 5 frustrierende Vödli-Fragen. World of Watson, jetzt! Mein Favorit. Ja, sag mal, du lebst von dem oder beruflich machst du auch noch etwas? Was ich dann meistens antworte? Mal, inzwischen lebe ich eigentlich von dem. Ich habe 15 Jahre etwa, wirklich bin ich immer voll dran geblieben. Und ich habe Musik studiert. Und heute bin ich froh, kann ich Konzerte spielen für so coole Leute wie dich. Und was ich eigentlich gerne würde antworten. Nein, ich hänge die ganze Zeit auf dem Sofa und kiffe mir eins rein. Und seit neuestem gibt es jedes Mal 5000 Stutz, die ich machen. Also, dicht gefolgt von. Du weißt halt, ich höre mehr so ein bisschen Rock, oder? Aber das Hip-Hop. Tipptopp, muss ich sagen. Machst du es gut, Alter? Mach weiter so. Du gehst deinen Weg. Was ich wirklich antworte? Wow, merci vielmals. Das tut mega gut, das gerade von Leuten wie dir zu hören. Das gibt mir auch Kraft, einfach immer weiterzumachen. Merci, Alter. Und was ich eigentlich gerne würde antworten? Nicht so einer, der sich über das Genre definiert. Nein, 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 nein. Einer, der so etwas anders ist als die anderen. Und so etwas rocklos. Hochinteressant. Da muss man unbedingt mal etwas mehr davon erzählen, bitte. Oder? Der interessiert. Du, das Freistilen. Das ist gut. Wie machst du das? Das schreibst du vorher auf, oder? Oder ist das Talent oder Übung? Oder wie macht man das mit diesen Wörtern? Nein, ja, das kann man schon so sagen. Das ist eine Mischung. Zum einen ist es sicher ein Talent, das vorhanden ist. Und dann halt einfach jahrelanges Training. Und das ist wirklich alles eigentlich Freestyle, oder? Also nicht vorbereitet. Komm mal! Zorn, Mann! Oder aber? Okay, wir haben jetzt diese Dinge, so ein Sifferräumchen. Komm doch dort mal ein bisschen beibüchseln. Das wäre für dich eine geile Plattform. Zahlen können wir nichts, aber geiles Weed hat und ein Bierchen zu euch liegen. Sicher Ding. Hä? Knäckel. Wow, das ist eigentlich noch cool. Wann wäre das? Im Oktober? Warte, lass mich schauen. Nein, im Oktober bin ich eigentlich schon voll. Aber ich kann dir sonst am Skipper seine Nummer geben. Vielleicht könnt ihr Jim anrufen. Komm, ich frage einfach irgendeinen Schweizer Rapper. Der will sicher auf diesen Dingen runterkommen, weil wir haben so geiles Weed. Der hat sicher noch nie so geiles Weed geraucht. Und dann hat er gedacht, ich komme zu mir und frage mich jetzt, oder? Geil sicher. Gang heim, Mann. Halt die Schnurren, hör auf zu kiffen. Ist doch wahr, oder? Hey, Spasti! Wie sagt man das? Knackball? Knäckebrot. Ah, cool, stimmt, das tut ja sehr ähnlich. Hey, du solltest selber etwas mit Rap machen oder so. Knäckebrot. Komm mal. Gut, aber seien wir ehrlich, schlussendlich kann ich froh sein, wenn überhaupt irgendjemand meinen Sound hört. Yo! Hey, komm, schau, Mann! Komm, schau, das ist DJ Greis, Mann! Das ist DJ Greis! Komm, schau, Mann! Meine Schwester ist voll Fan von dir. DJ Greis! Geh, glaub's nicht, Mann! DJ Greis! Komm, schau, Jungs!